Herzlich willkommen hier auf der SMT Connect 2019 auf dem Stand der EPP. Ich stehe hier zusammen mit Jürgen Städtler, Geschäftsführer und CEO bei Vermess. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Welche neuen Produkte und Lösungen haben Sie denn mitgebracht auf die Messe nach Nürnberg dieses Jahr? Ja, dieses Jahr bringen wir Weiterentwicklungen unserer bekannten MDS 3000 Serie. Das ist im Wesentlichen das MDS 3250 mit der Möglichkeit, den Adjust von oben her durchzuführen, im Gegensatz zu früher, wo wir von unten her an das Ventil langen mussten, um einen Adjust zu erzeugen. Das MDS 3280, ganz neuer Verschluss der Fluidic, das ist der medienführende Teil, der wird jetzt nur noch angekoppelt, drehen und dann ist die Fluidic an der Engine dran gekoppelt, keine Schrauben mehr, ganz schnell. Wir bringen ein neues Ventil mit im Bereich ohne Piezo, das ist ganz neu für Vermess, das MTS 1560, das basiert auf der von uns entwickelten, weltweit patentierten Technologie DST, ganz neu. Ja, genau. Das ist die Dynamic Shockwave Technology. Genau, wie wirkt sich denn die aus auf Ihre zukünftige Produktentwicklung? Also wir sind zwar bekannt weltweit als eines der führenden oder das führende Unternehmen im Bereich piezogetriebene Dosiersysteme. Wir hatten trotzdem letztes Jahr beschlossen, wir werden eine neue Ventiltechnologie entwickeln, wo wir versuchen, im Low-Cost-Bereich zunächst mal ohne Piezo auszukommen. Und um das sehr effizient umzusetzen, hatten wir als allererstes uns Gedanken gemacht über die Antriebstechnologie. Wie treiben wir einen Stößel an? Wie gehen wir so mit der Kraft eines Ventils um, dass sie ideal auf die entsprechende Applikation eingesetzt werden kann? Und im Zuge der Entwicklung haben wir eben diese von uns sehr hochgeschätzte Technologie entwickelt, DST, Dynamic Shockwave Technology, ohne Piezo, nur mit Luft angetrieben. Wir setzen darin neue Konzepte um. Diese sind so neu, dass wir das weltweit patentiert haben. Wir haben weltweit die Wort- und Bildmarke für DST. Und als das entwickelt war, fertig entwickelt war, haben wir es als erstes jetzt auf das neue Ventil 1560 übernommen und sind von der Leistungsfähigkeit begeistert und überwältigt. Ja. Das klingt sehr interessant und innovativ. Gibt es denn Expansionspläne bei Ihnen im Unternehmen? Ja, die gibt es. Wir sind im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Wir haben 30 Mitarbeiter eingestellt. Vermess hat jetzt weltweit 123 Mitarbeiter. Wir haben Niederlassungen in China, das ist unsere älteste und auch die größte. In Malaysia, im Silicon Valley, in USA. Wir haben eine neue Niederlassung jetzt in Korea gegründet. Und die Expansionspläne sehen vor, dass wir im nächsten Jahr nach Indien und nach Vietnam gehen werden. Bei uns in Deutschland selbst haben wir dieses Jahr ein ganz großes Novum. Wir werden unser angestammtes, traditionelles Bauernhaus verlassen, in dem wir jetzt 18 Jahre gearbeitet haben. Wir haben ein neues Gebäude gleich in der Nähe gekauft, 6 Kilometer entfernt, sehr groß. Wir haben da über 3000 Quadratmeter Bürofläche und Produktionsfläche, können da noch groß dran bauen, haben auch noch das Nachbargrundstück gleich mit dazu gekauft. Falls wir in den nächsten Jahren noch weiter wachsen müssen, dann bauen wir einfach dran. Das klingt sehr vorausschauend. Was sind denn die Erfolgsfaktoren für die stetig wachsende Vermess? Im Wesentlichen haben sich die nicht geändert. Wir sind von Anfang an getreten, um Hochtechnologie im Bereich der Mikrodosierung zu entwickeln, basierend eben auf Piezo. Extrem präzise, extrem schnell und leistungsstark. Das ist uns, denke ich, gelungen in den 17 Jahren, sehr gut gelungen. Wir wollen auch den Standard weltweit in Zukunft setzen. Wir werden zukünftig einen neuen Controller haben, nicht mehr in diesem Jahr, vielleicht Ende nächsten Jahres. Wir werden diese Serie mit MDS 5000 überschreiben. Da haben wir noch wesentlich mehr Power. Also wir werden das oberste Level, die oberste Ebene der Qualität im Bereich der Mikrodosierung und auch der Leistungsfähigkeit weiterhin belegen. Nach unten hin wollen wir jetzt mit der DSD-Technologie auch im kostengünstigeren Bereich verfahren. Und ein wesentlicher Schwerpunkt von uns ist die Lotpastendosierung. Da haben wir sehr große Fortschritte gemacht im letzten halben Jahr, worauf wir sehr stolz sind. Und das werden wir auch im kommenden Jahr ausrollen, weltweit ausrollen. Das klingt sehr zukunftsträchtig. Vielen Dank für das interessante Interview. Vielen herzlichen Dank.